Hallo und herzlich willkommen zu einem Video-Tutorial über FreeCAD. FreeCAD ist ein parametrisches 3D-CAD-System, das Open Source ist. Die Homepage befindet sich auf www.freecadweb.org. Dort kann man das Programm herunterladen, man kann Zugriff nehmen auf das Forum, man kann sich Tutorials angucken und Dokumentationen und viele andere Dinge tun. Das Programm selbst ist für mehrere Betriebssysteme erhältlich, zum Beispiel für Windows, für Ubuntu, Fedora und für Mac OS X. Die FreeCAD-Version, welche hier zum Einsatz kommt, kann man erst sehen aus Hilfe über FreeCAD. Man sieht also, wir sind auf einem Windows 7 64-Bit-System. Und ich habe mir hier heruntergeladen und installiert die 0.14.33.10. Das ist die allerneueste Windows 7 64-Bit-Version, die gerade verfügbar ist. Man sieht es ja vom Erscheinungsdatum her, der 12.03.2014. Neuer geht's nicht. FreeCAD selbst, wenn man es dann installiert hat und per Doppelklick startet, fährt hoch mit einem Arbeitsbereich nach Wunsch. Hier kann ich die Arbeitsbereiche einzeln wählen und in den Einstellungen kann ich dann festlegen, welcher Arbeitsbereich beim Start aktiviert sein soll. Es gibt den reinen Startarbeitsbereich, wo ein paar Links sind auf aktuelle Tutorial-Videos auf YouTube und ähnliche Dinge und Links zum Handbuch und solche Dinge. Oder man kann sich halt hier in den verschiedenen Arbeitsbereichen austoben. Ich habe zum Beispiel die Einstellung gewählt, dass er beim Start die ParDesign-Workbench hochfahren soll. Wenn wir auch gerade über die Einstellungen und sonstigen Anpassungen von FreeCAD reden, gucken wir uns das doch auch gleich mal ganz kurz an. Bearbeiten, Einstellungen, und dann sieht man, was man alles machen kann. Ich muss zuerst vorausschicken, dass ich beruflich seit vielen Jahren mit SolidWorks 3D arbeite und deswegen habe ich einige Einstellungen ein bisschen so angepasst, dass sie so ähnlich sind, zumindest wie in SolidWorks, wie ich das halt eben gewohnt bin. Die Sprache kann man auf jeden Fall auf Deutsch schon mal umstellen. Sich nicht wundern, dass manche der Menüpunkte und Beschreibungen, wie zum Beispiel hier Enable Tile Background und sowas, dass die noch auf Englisch sind. Das ganze Programm ist immer noch sehr in Arbeit. Man sieht es ja auch an der Versionsnummer mit 0.14. Jedem, der das Programm gefällt und der ein bisschen damit arbeitet, ist recht herzlich eingeladen, mit seiner Mitarbeit zu dem Programm beizutragen. Man kann vieles beitragen, man kann Dokumentationen schreiben, Reviews, man kann an der Übersetzung der einzelnen Menüpunkte mitarbeiten oder Makros programmieren. Es findet sich für jeden bestimmt irgendeine Arbeit, die man tun kann. Aber jetzt bleiben wir noch weiter bei den Einstellungen. In der Anzeige habe ich zum Beispiel umgestellt auf Inventor-Navigation. Wenn ich jetzt hier auf die Schaltfläche Maus klicke, dann sieht man, wie die Mausbelegung gerade momentan ist. Was muss ich tun, um etwas auszuwählen? Wie kann ich verschieben, drehen und zoomen? Ich habe mir außerdem im Sketcher noch die Edit Edge Color umgestellt von der standardmäßigen Einstellung Weiß auf Schwarz. Das hat den Hintergrund, wenn wir nachher im Sketcher Linienzüge oder sonstige geografische Objekte erstellen, das wäre dann dieses Menü hier, dass diese dann nicht in Weiß erscheinen sollen, sondern in Schwarz. Zum einen, weil das auch in SolidWorks so ist, und zum anderen finde ich persönlich diese schwarzen Linien auf entsprechenden Flächen in 3D, die sieht man einfach viel, viel besser. Das sind schon alle Einstellungen, die ich jetzt so gedreht habe, und ich habe mir hier nur das Combo-Fenster einblenden lassen. Man kann auch die einzelnen Fenster sich einblenden lassen und dann hin und her switchen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich möchte jetzt mal das Teil zeigen, welches wir hier in diesem Videotutorial erstellen werden. Im Englischen kenne ich dafür die Bezeichnung Turner's Cube. Im Deutschen wird diese Übung gerne als Würfel in Würfel bezeichnet. Das ist eine Einstiegsübung fürs CNC-Programmieren, so kenne ich sie zumindest. Denn nachher, wenn dieses Teil wirklich hergestellt wird, nimmt man einen Block aus Aluminium. Durch Überfräsen werden dann die einzelnen Maße genau hergestellt und dann werden einzelne Kreistaschen
auf jeder Seite gefräst, sodass zum Schluss diese Figur übrig bleibt. Ich kann auch gleich kurz vorführen, diese Inventor-Navigation, die ich eingestellt habe, wie die funktioniert. Momentan kann ich mit dem Cursor ganz normal durch die Gegend fahren, Sachen aktivieren. Wenn ich jetzt die Steuerung-Taste drücke und mit dem Cursor über Elemente fahre, werden die angeleuchtet. Diese Elemente sind also wählbar. Das sind jetzt hier Flächen oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diese Kante gehe, könnte ich jetzt die Kante auswählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Fläche auswählen möchte, klicke ich einmal drauf und sie wird grün. Ansonsten gilt die gleiche Logik, wie man sie von Windows zum Beispiel auch gewohnt ist und ich bin sicher auch von anderen Betriebssystemen wird es ähnlich sein. Wenn ich weiterhin die Steuerungstaste gedrückt halte, kann ich mehrere Dinge auswählen. Und ich kann auch die einzelnen Elemente wieder abwählen. Ja? Und wenn ich jetzt einmal ins Leere klicke, ist nichts mehr ausgewählt. Das löscht die aktive Auswahl. Dann hatten wir es noch mit dieser Zoom- und Drehen-Einstellung. Also durch Scrollen am Mausrad kann ich zoomen. Und wenn ich irgendwo hinklicke und die linke Maustaste gedrückt halte, sieht man, dass der Cursor wechselt in diesen Doppelpfeil. Und ich kann dann das 3D-Modell drehen. Man sieht hier auch gleich eingeblendet die Triade, in welche Richtung positiv X, positiv Y und positiv Z verläuft. Gut, also starten wir mit der Übung. Ich erzeuge hier eine neue Datei. Da die Datei noch nicht gespeichert ist, hat sie auch im Prinzip keinen Namen. Als erstes werde ich jetzt hier in der ParDesign Workbench eine Skizze erstellen. Und zwar nehme ich dazu die XY-Ebene. Das hier ist der Nullpunkt der XY-Ebene, der auch gleich eingeblendet wird. Wir haben hier im Moment eine leere Skizze vor uns. Hier unten über der Triade sehen wir die Orientierung im 3D-Raum. In dieser Skizze sind also jetzt die Funktionen des Sketchers aktiv. Ich werde also als erstes ein Rechteck zeichnen und bedingt durch meine Inventor-Navigation muss ich jetzt, um irgendwohin aktiv klicken zu können und dadurch etwas auswählen zu können oder eine Aktion auszuführen, muss ich jetzt hier meine Steuerungstaste drücken, einmal klicken, dann hier runterziehen, immer Steuerungstaste gedrückt halten und wieder klicken. Dann ist das Rechteck gezeichnet. FreeCAD vergibt automatisch sogenannte Constraints oder Beschränkungen, könnte man auch dazu sagen, wenn es welche erkennt. Zum Beispiel haben wir hier ein Rechteck gezeichnet und FreeCAD hat automatisch erkannt, dass diese beiden Linien vertikale oder senkrechte Linien sind und diese beiden Linien sind dann entsprechend horizontale bzw. waagrechte Linien. Wir haben momentan in der Skizze 4 Freiheitsgrade, also sprich, wir können die einzelnen Linien selektieren und durch die Gegend ziehen, weil eben noch nichts festgelegt ist an Bestimmungen oder an Maßen. Also drücke ich jetzt wieder die Steuerungstaste und wähle diese beiden Punkte aus, dann wähle ich diese Linie aus und dann sage ich, sie sollen symmetrisch sein. Die Symmetrie ist durch diese beiden roten Pfeile jetzt hier gekennzeichnet. Und dieses X. Das gleiche Spiel wiederhole ich mit diesen beiden Punkten und ich setze hier auch diese Symmetriebeziehung. Wir sehen, die Skizze hat nur noch 2 Freiheitsgrade durch diese beiden Beziehungen, die ich gerade eben gesetzt habe. Wenn wir im Sketcher arbeiten, sollten wir als erstes immer sämtliche logischen, direkt ersichtlichen Beziehungen setzen. Sowas wie horizontal, vertikal, tangential, symmetrisch oder gleich oder parallel oder senkrecht. Lauter diese Dinge, die sich hier über die entsprechenden Icons setzen lassen, sollten wir als erstes setzen. Und dann fortfahren mit der Dimensionierung der Teile, also indem wir dann Maße vergeben. Das wären dann diese Icons hier. Ich kann jetzt noch, weil wir ein Quadrat zeichnen möchten und kein Rechteck, kann ich mir 2 Linien hier so auswählen und sagen, diese beiden Linien sollen gleich sein.
Schon haben wir nur einen Freiheitsgrad zu vergeben. Wenn ich jetzt nämlich eine der Linien auswähle und eine entsprechende Bemaßung hier anfüge, in dem Fall von 200 mm, und wenn ich dann sage, einpassen, also das wäre ein Zoom alles Befehl, den ich auch über die Tastatur in meinem Fall mit Steuerung F, das kann man sich auch einstellen, die ganzen Tastatur-Shortcuts hier anwählen kann, dann wird alles hier eingepasst in die Grafikansicht und wir sehen, ich habe eine vollständig eingeschränkte Skizze, alle Linien sind grün. Hier kann ich mir nochmal sämtliche Constraints anzeigen lassen, die ich gesetzt habe. Ich könnte über den Filter sagen, ob ich nur bestimmte Constraints sehen möchte oder alle Constraints, die hier automatisch vergeben wurden vom System. Jetzt schließe ich die Skizze und sage, ich möchte die Skizze aufpolstern. Wir wollten einen Würfel erstellen, als erstes von 200 mm Kantenlänge insgesamt in jede Richtung. Wir haben also das Quadrat gezeichnet, 200 auf 200 mm, und werden jetzt noch um 200 mm aufpolstern. Allerdings symmetrisch zur Ebene. Wenn ich jetzt OK sage, ist somit hier dieser Würfel erstellt worden. Ich kann hier auf die axonometrische Ansicht gehen und kann sagen, einpassen und schon ist entsprechend gezoomt. Wenn ich jetzt die Darstellung umstelle auf den Drahtgittermodus und mir über Ansicht das Achskreuz einblenden lasse, dann sehe ich hier, der Nullpunkt liegt genau mittig in dem Würfel, so wie ich das haben wollte. Also kann ich das Achskreuz wieder ausblenden. Ich stelle wieder zurück auf die original schattierte Ansicht. Und dann geht's los mit unseren Kreistaschen. Ich drücke also in meinem Fall die Steuerungstaste, damit ich diese oberste Fläche anwählen kann. Auf diese Fläche lege ich dann eine neue Skizze. FreeCAD richtet automatisch die Ansicht richtig aus und blendet mir den Nullpunkt der Skizze ein wieder. In dem Fall werde ich jetzt als erstes einen Kreis zeichnen. Ich setze mal den Kreis irgendwo hin auf die Skizze, ziehe ihn groß und habe momentan drei Freiheitsgrade, die ich vergeben kann. Wenn ich jetzt diesen Punkt und diesen Punkt markiere und dann sage, ich setze eine sogenannte Koinzidenzbeschränkung und mache dadurch die Punkte im Prinzip identisch, deckungsgleich könnte man auch sagen, wandert der Kreis in der Mitte und ich habe nur noch einen Freiheitsgrad übrig. Wenn ich jetzt nochmal den Kreis markiere und dann einen Radius vergebe, in diesem Fall von 31,25 mm, habe ich wieder eine vollständig eingeschränkte Skizze. Der Kreis ist grün. Ich schließe die Skizze. Das kann man auch hier über das Icon machen, wenn man möchte. Und anschließend verwende ich die Pocket-Funktion. Also ich möchte eine Tasche, ich möchte Material wegnehmen. Eine Tasche von einer Tiefe von 75 mm. Fertig. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, war das genau das, was ich haben wollte. Ich selektiere jetzt wieder die Fläche und erstelle mir einen Kreis. Wenn ich jetzt in diesem Falle den Cursor hier in die Mitte an den Nullpunkt dran bewege, dann sieht man rechts unten so einen kleinen roten Punkt aufleuchten. Da erkennt FreeCAD automatisch, dass er eine Koinzidenzbeschränkung setzen kann, wenn ich jetzt klicke. Das tue ich auch. Ich ziehe den Kreis größer. Dann selektiere ich den Kreis, vergebe einen Radius, in diesem Fall von 62,5 mm. Ich habe jetzt wieder eine vollständig eingeschränkte Skizze. Die Skizze ist grün geworden. Ich schließe die Skizze, mache einmal diese Pocket-Funktion mit einer Tiefe von 50 mm. Und wir machen noch ein drittes Pocket. Wir setzen wieder unseren Kreis. Wir vergewissern uns, dass diese Koinzidenzbeschränkung aktiviert wurde. Wir selektieren den Kreis, vergeben einen Radius.
Jetzt will er das. Ich habe ab und zu Probleme, ein bisschen zu selektieren. Ich weiß nicht so genau, liegt es an Windows 7, an der Version, oder bekriegt sich eventuell FreeCAD ein wenig mit der Software, die ich hier zur Screencast-Erstellung verwende, mit Cam Studio? Ich habe noch keine Zeit gehabt, das mal genauer herauszufinden. Wir setzen jetzt den dritten Constraint mit 93,75 mm für den Radius. Wir haben vollständig eingeschränkte Skizze. Wir schließen die Skizze und verwenden diese Pocket-Funktion mit einer Tiefe von 25 mm. Und schon haben wir die Bearbeitung der ersten Seite abgeschlossen. Die weiteren fünf Seiten zu bearbeiten ist jetzt eine kleine Fleißaufgabe, wenn ich das so machen wollte. Ich ziehe wieder den Kreis mit 31,25, schließe die Skizze, verwende die Pad-Funktion, 75 Tiefe. Dann machen wir das ganze Spielchen noch einmal. Diesmal mit der zweiten Tasche mit 62,5 im Radius. Ich verwende die Pocket-Funktion, 50 tief. Fläche selektieren, Skizze drauf. Der Kreis schön mittig. Ein Radius verpassen von 93,75. Skizze schließen. Pocket-Funktion, 25 mm tief. Und schon haben wir die zweite Seite fertig bearbeitet. Das Ganze machen wir jetzt so oft wie nötig. Wir vergeben wieder unseren Radius, schließen die Skizze, machen wieder unsere Pocket-Funktion, 75 tief. Das Ganze machen wir mit der zweiten Kreistasche ähnlich, nur mit den passenden Maßen, und machen auch diese entsprechend. So, fertig. Dann sage ich wieder Skizze, Kreis. Dann kommt der Kreis dran mit 93,75 mm. Ich schließe die Skizze, verwende meine Pocket-Funktion, 25 mm tief, und wende mich der nächsten Bearbeitungsseite zu. Sage wieder meine Kreisfunktion. Los geht's mit dem ersten Kreis, den ich hier mit zur Pocket bzw. zur Tasche ausbilde. Dann kommt der zweite Kreis dran, 62,5 Radius. Wir machen die Pocket-Funktion mit einer Tiefe von 50. Dann hier dritte Kreistasche, 93,75 als Radius, schließen und 25 tief für die Pocket-Funktion. Wenn man also sieht, es sind nur noch zwei Seiten, die wir bearbeiten müssen, damit die Figur fertig ist. Also hier kommt wieder die erste Kreistasche ins Spiel. Wie man sieht, keine Skizze vorhanden, also gibt es eine Fehlermeldung. So schlau ist dann so mit FreeCAD. Ich setze also dann wieder hier meinen Kreis. Verwende wieder meine Pocket-Funktion, 50 tief. Fläche selektieren. Die dritte Skizze auf dieser Fläche. 93,75 diesmal als Radius. Wieder die Pocket-Funktion, 25 tief. Und wir bearbeiten noch die letzte Seite und setzen dort unseren ersten Kreis. Wir schließen die Skizze, machen
machen die Pocket-Funktion 75 tief. Auch hier kommt die zweite Kreistasche zum Zuge, die wir hier mit 62,5 schließen. Pocket-Funktion 50 tief. Und schon kommt die letzte der Funktionen, den wir hier. Na, das haben wir falsch gemacht. Aber ich kann hier einen Doppelklick auf diesen gesetzten Radius und den dann entsprechend editieren. Dann schließe ich die Skizze wieder, mache meine Tasche mit 25 mm und schon ist der Würfel fertig. Natürlich können wir den Würfel auch anders erzeugen. Wir werden in weiteren Übungen sehen, wie man über andere Wege ebenfalls zu einer solchen Figur kommt. Unterschiedliche Wege, ein 3D-Modell zu erzeugen, haben jeweils ihre Vor- und ihre Nachteile. Hinsichtlich der Performance und der Übersichtlichkeit der ganzen Prozedur, des ganzen Modellierens, wäre es sicherlich von Vorteil, möglichst wenige Operationen hier zu verwenden. Es kann, je nach CAD-System, auch mal etwas ausmachen, mit welcher Funktion ich das erzeugt habe, wenn ich dann eine Zeichnung davon erstellen will und wenn ich mir entsprechende Maße einblenden möchte. Das wäre zum Beispiel in SolidWorks eventuell mal von Bedeutung. So kann ich ja zum Beispiel hier anstatt diese ganzen Skizzen, wo ich dann die Pad- und die Pocket-Funktion verwendet habe, könnte man ja auch zum Beispiel diesen ganzen Linienzug als solches in einer Ebene modellieren im Sketcher und dann sagen, ich verwende hier die entsprechenden Revolve-Funktionen, beziehungsweise ich erzeuge einen Drehteil oder eine entsprechende Node, die ich dann hier entsprechend modellieren könnte. Die übrigen Funktionen des Part-Designs-Arbeitsbereiches erklären sich ja fast von selbst. Ich kann Kanten in jedweder Form hinzufügen, also als Radius oder als reine Phase. Ich kann einen Draft erzeugen oder ich kann halt eben entsprechende Funktionen wie Spiegeln oder ein lineares Muster oder entsprechend andere Muster, zum Beispiel ein Polar Pattern oder sowas, verwenden. Und somit sind wir auch schon am Ende des ersten Videotutorials angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge demonstrieren und es würde mich freuen, wenn es entsprechende Kommentare, Lob, Kritik jedweder Art im Forum oder bei dem Beitrag selbst geben würde. Und es würde mich freuen, wenn wir vielleicht uns beim weiteren Videotutorial wiedersehen würden. Das war's also und viel Spaß weiterhin mit FreeCAD.